Hi, hier ist Mr. Laguiole, heute mit einer ganz besonderen Sonderedition von Laguiole Honoré Durand, und zwar mit der Edition White Scorpion. Das ist ein Taschenmesser mit einem Skorpion statt der Biene, einem Griff aus Warzenschwein-Stoßzahn für 1450 Euro. Bis gleich! Laguiole Honoré Durand ist eine Manufaktur, eine mittelgroße Manufaktur im Familienbetrieb. Es wird von zwei Geschwistern geführt, die den Betrieb von dem Vater übernommen haben. Es gehört zu den ersten Schmieden, die den Sitz in Laguiole haben. Und es haben ungefähr 25 bis 30 Mitarbeiter. Ist immer saisonell bedingt. Nach den Sommerferien werden mehr Mitarbeiter gebraucht als vor den Sommerferien. Und daher diese Schwankung zwischen 25 und 30 Mitarbeiter. Laguiole Honoré Durand ist bekannt, dass die wirklich sehr, sehr hochwertige Taschenmesser vorstellen. Ich benutze immer den Vergleich mit den Autos, mit Mercedes, Skoda, VW, und Laguiole Honoré Durand, würde ich sagen, kann man durchaus mit einem Mercedes vergleichen. Woran sieht man das oder woran erkennt man das? Die Schmieden benutzen ja alle ähnliche Stähle, also 12C27 oder 14C28, und ähnliche Materialien, teilweise sogar von dem ähnlichen Hersteller. Aber die Unterschiede kommen da zum Beispiel bei der Auswahl der Materialien, der Griffe. Wir können hier zum Beispiel erkennen, dass dieser Warzenschwein-Stoßzahn von der Färbung her gleichmäßig ist, und zwar auf beide Seiten. Und es hat keine Risse. Das heißt also, dass aus einer Vielzahl an Materialien, an Warzenschweinstoßzähne, werden diejenigen ausgesucht, die perfekt aussehen, die sich für diese Sonderedition, die ich jetzt euch vorstelle, perfekt eignen. Warzenschweine übrigens leben mehr südlich von der Sahara in Afrika und da fast eigentlich überall in der Savanne. Die haben diese Haue, diese Warzenschweinstoßzähne, die werden bis zu 30 cm lang. Das Schwein hat ungefähr so bis zu 150 Kilogramm, hat eine Schulterhöhe von ungefähr 84 Zentimeter, also schon ziemliche Oschis. Und die sind auch bekannt, dass die sehr aggressiv vorgehen gegen Angreifer. Die werden zwar von vielen Tieren da natürlich gegessen auch oder gejagt, aber dennoch wissen die sich mit diesen Hauer zu verteidigen. Und deswegen sind diese Materialien dann, wenn man diese Hauer natürlich als Material ansieht für das Messer, auch oft mit Risse versehen oder mit dunkleren Verfärbungen, die eben halt natürlich sind. Und deswegen nicht nur, dass diese Warzenschweinstoßzähne auch selten sind an sich, sondern davon sucht Laguiole Honoré Durand für diese White Scorpion Edition auch etwas Besonderes. Ne? Und daher erklärt sich auch der höhere Preis als zum Beispiel vergleichbare Taschenmesser. Weiterhin erkennt man statt der Biene diese Skorpion. Und da, wenn man sich die Beinchen genau anguckt, ich bewege mal das Messer, damit man vielleicht ein bisschen eine Lichtreflexion besser erkennen kann. Aber wenn man sich die Beinchen anguckt, also diese filigrane Arbeit entsteht unter Mikroskop. Das heißt also, dass ein Messermacher wirklich unter dem Mikroskop ganz filigran in mühsamer Arbeit diese Kunstwerk, würde ich sagen, einfach herstellt. Und auch wenn man sich den Rücken anguckt, da sind auch diese Blätter extrem filigran hergestellt worden, wenn man sich das wirklich genau anschaut.
Und das ist eben der Unterschied zu anderen Taschenmesser und anderen Editionen, die vielleicht auch weit weniger kosten. Das heißt also, ich sage immer, je länger ein Messermacher für ein Taschenmesser benötigt, desto teurer ist letztendlich dann auch das Taschenmesser. Also nicht nur die Materialien. Und hier haben wir zum einen also diese Warzenschwein, Stoßzahn, das wirklich makellos ist von der Färbung, von der Konsistenz, also keine Risse, sondern auch zum zweiten natürlich durch diese filigrane Arbeit des Künstlers und durch die Klinge. Wir haben hier eine Klinge, kann man hier sehen, eine 14C28. Und hinter mir blende ich auch eine Tabelle mit den Werten von diesem 14C28 im Vergleich zu dem 12C28 und auch die Rockwell-Härte. Also das ist noch eine Stufe besser als die ohnehin schon gute Klinge mit 12C27 und damit auch ein bisschen teurer. Das heißt also, die ganzen Materialien, die dafür benötigt wurden, sind ein Stück besser, ein Stück teurer. Und dazu kommt eben die Arbeit des Handwerkers. Und bei La Guerre Honorée du Rhum, da haben die ja diese Motto, ein Mann, ein Messer. Das heißt also, es ist nicht so halb industriell wie vielleicht in anderen Schmieden, wo bestimmte Gruppen von Mitarbeitern für bestimmte Arbeiten eingeteilt sind oder zuständig sind, sondern hier hat wirklich ein Messermacher, der beginnt bei dem Griff über die Gilochierung bis das Zusammensetzen. Das heißt, der ist zuständig und verantwortlich für das gesamte Messer von dem Beginn bis zum Ende. Und somit kann man auch eine gleichmäßige Qualität gewährleisten. Und wenn man sich jetzt wirklich das Messer nochmal anguckt, zum Beispiel hier diese Nieten oder hier, wir haben hier das Kreuz natürlich, wenn mein Finger drüber geht, ist es perfekt poliert. Das heißt, man merkt hier, wenn man Finger so bewegt, nicht, dass da irgendwelche Nieten sind. Klar, hier sind die Nieten, weil die mussten ja, die halten das Messer ja zusammen, aber hier erkennt man wirklich überhaupt keine Erhebung. Das heißt, da ist eben der Unterschied, dass es eben noch besser poliert wurde. Es wurde so lange poliert, bis es eben perfekt ist. Und das erkennt man überall. Also auch zum Beispiel, wenn man das Taschenmesser schließt, ja, das lässt sich butterweich schließen und öffnen. Allein das zeigt auf eine sehr, sehr hohe Qualität hin. Je leichter ein Taschenmesser schließt, desto perfekter wurde es entsprechend verarbeitet. Und wenn man sich auch nochmal hier das Taschenmesser anguckt, die Klinge ist absolut mittig. Und auch am Ende der Klinge kann man auch erkennen, ob die Qualität gut ist, weil da eben keine Schleifspuren zu sehen sind, die schöne Ziselierung verdeckt haben. Ja? Das heißt, ich würde sagen, dass das Taschenmesser wirklich in jeder Hinsicht und in jedem Bereich perfekt verarbeitet ist. Auch hier zum Beispiel diese Kante, die ist sehr oft bei La Guerre Taschenmesser sehr scharf. Was zum Beispiel, wenn ich es in der Hosentasche trage, natürlich meine Hosentasche beschädigen kann oder die Handtasche. Ja, aber hier ist auch abgerundet ein bisschen, sodass, wenn ich mit dem Finger drüber gehe, eben halt nicht keine Marken hinterlässt in dem Gegenstand, das hier kratzt. Also wirklich ein wunderschönes, nicht nur wunderschön, also ich zeige nochmal diese Skorpion, das ist wirklich fantastisch, sondern auch hervorragend verarbeitet, was natürlich bei einem Preis von 1.450 auch durchaus erwartet werden kann. Wir haben für diese Taschenmesser auch ganz wunderschöne Stecketuis, da könnt ihr hinter mir sehen, Stecketuis, wo man das Taschenmesser hineintut, denn geliefert wird ein normaler Kunstleder-Stecketui, das eben nicht geschlossen ist, und wir haben ein Stecketui entwickelt, das geschlossen werden kann, das heißt also, dass das Taschenmesser nicht herausfallen kann, wenn man es zum Beispiel in der Handtasche oder in der Hosentasche in diesem Stecketui mit Damastleder trägt. Weiterhin haben wir auch noch ein Lederetui entwickelt für den Gürtel, und das ist nicht nur wirklich wunderschön und hervorragend verarbeitet, sondern man kann dort, wie man auf den Bildern hinter mir sieht, auch diese wunderschöne Biene in Anführungszeichen sehen. Ja, das heißt, man kann es ja auch wirklich zeigen, dass man ein wunderschönes Taschenmesser hat und nicht nur, dass es ja richtig toll zu tragen ist an dem Gürtel. Beide Etuis, das Damast-Steck-Etui und das Leder-Etui für den Gürtel, beide wurden hier bei uns entwickelt. Es bestehen aus Leder aus Italien und es wird hier in Solingen in Deutschland hergestellt, also ein Made in Germany Leder-Etui. Ja, ich hoffe, dieses wunderschöne Taschenmesser, und ich muss nochmal wirklich diese
Klinge dieser Skorpion zeigen. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr entsprechend meinen Kanal abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Mr. Lagiol.